Da sind wir Schützenschwester, Schützenbrüder. Leider hat uns das Wetter nicht so ganz gut gespielt. Aber zum Glück haben wir es noch trocken hier zum Platz geschafft. Und dass wir alle halbwegs hier trocken angekommen sind in unserem Festzelt. Das ist zwar jetzt ein bisschen eng, aber dafür ist es ein bisschen schnuckelig. Ich bitte nun einmal unser 40-jährige Jubelkönigin, Beate Möller, nach hier vorne. Und unsere 60-jährige Jubelkönigin, Liesel Kienkamp, geborene Flöhr, recht herzlich nach hier vorne. Schützenbrüder, Schützenschwestern, bitte haben wir auch eure Aufmerksamkeit. Ihr habt gesehen, unsere Jubelmajestäten stehen hier vorne. Wir möchten jetzt einmal die Jubelmajestäten hochbringen lassen. Unsere 40-jährige Jubelkönigin und unsere 60-jährige Jubelkönigin, die sollen einmal leben. Winfried Neufer, 40 Jahre
Bernfried Schraupemeier, 40 Jahre Johannes Schröder, 40 Jahre Konrad Lochinger, 40 Jahre Konrad Lohmann, 40 Jahre Matthias Köller, 40 Jahre Achim Stock, 40 Jahre Helmut Kohl, 40 Jahre Roland Jahrte, 40 Jahre Dieter Bartmann, 40 Jahre Bernfried Hansmann. So, dann kommen wir zu den 50-Jährigen. Für 50 Jahre Bernfried Schütte, 50 Jahre Gerhard Scholz, 50 Jahre Joachim Zimmermann, 50 Jahre Klaus-Günter Schade, 50 Jahre Hans-Friedrich Moos, 50 Jahre Ewald Altmann. Kommen wir nun zu 60 Jahre. Für 60 Jahre Ulrich Schmitz, 60 Jahre Ernst Nikus, 60 Jahre Wolfgang Luther, 60 Jahre Helmut Poppels. Und wir haben auch drei 65-Jährige. Für 65 Jahre Heinz Köller. 65 Jahre Bernhard Köhne. Und 65 Jahre Franz-Gerd Buchwild. Bitte nochmal an eure Aufmerksamkeit, auch unsere verdienten Vereinsjubiläare möchten wir gerne hochleben lassen. Unsere Vereinsjubiläare, die sollen dreimal leben. Hoch!
den Friedrich Daniel Kleeborte und den Friedrich Matthias Nummer. An unseren Ehrenmajor Heinz-Hubert Dahlhoff. Und Offiziere, die heute hier ausgezeichnet worden sind, möchten wir gerne hochnehmen lassen. Kommen Sie von hier, bleiben wir hier. Unsere verdienten Schützenbrüder, die sollen dreimal leben. Hoch! Ja, ihr vier schaut etwas überrascht, aber so muss das ja auch dann sein. Fangen wir mit Julian Wille an. Julian Wille ist seit November 2022 Schriftführer bei euch im Verein. Er hat vorher schon die Posten des Leutnants und Oberleutnants durchlaufen und ist jetzt Hauptmann als Schriftführer und ist immer da, wenn man ihn braucht. Dann kommen wir zu Heinz Mannstedt. Heinz Mannstedt ist ein stets aktiver Schützenruder. Er engagiert sich ganz besonders für den Skisport beim südlichen Schützenbund. Wir kommen dann zum 25-jährigen Jubelkönig Klaus Wolter. Klaus Wolter ist seit dem Jahr 2016 Hauptmann der zweiten Kompanie und auch ein stets aktiver Schützenruder. Und hat bisher noch nie einen Orden für seine Verdienste erhalten. Und als letztes Robert Schmidt. Robert Schmidt ist aktiver Offizier am Schellenbaum, aber er ist gerade, obwohl er noch gar nicht so alt ist, ein Vorbild für sein Alter und engagiert sich auch in den Reihen des südlichen Schützenbundes. Ja. Wir haben heute die besondere Ehre, euch mit dem Orden für Verdienste und das Schützenwesen auszuzeichnen. Die Beiratsmitglieder Dieter Schmidt und Christoph Carus haben die Auszeichnung gerade schon vorgenommen. Ja, den vielen nochmals schönen Dank für den Einsatz und einen herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ihr bleibt vorne mal stehen, dann können wir nachher zusammen noch ein gutes Foto machen, denn ganz durch sind wir noch nicht mit den Ehrungen. Ich bitte jetzt einmal den Schützenbruder Thorsten Daug nach hier vorne. Thorsten Daug war gerade noch mal Kuchen essen, aber Schuss, es war runter.
und fällst dir gleich mal um. Ja, lieber Thorsten, seit 1987 bist du Mitglied hier im Höhlichen Schutzbund Lippstadt und seit 1995 bekleidest du die Offiziersposten. Erst warst du Oberstleutnant, seit 2020 hast du diesen Posten auch wieder inne, aber von 2012 an warst du Hauptmann im Stab und hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das jetzt in Eigenregie organisiert wurde. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das für eine Arbeit ist, Thorsten, das hast du vorbildlich hinbekommen, sodass hier in Süden auch erfolgreich Schützenfest gefeiert werden konnte. Ja, lieber Thorsten, den Orden für Verdienst hast du ja bereits erhalten. Heute haben wir die besondere Ehre, dich mit dem zweithöchsten Orden des Saarländer Schützenbundes, mit dem Orden für besondere Verdienste, um das Schützenwesen aufzuzeigen. Christoph Kamus, bitte jetzt den Orden anstecken. Klaus Rotte hat mich gerade darauf hingewiesen, natürlich war er auch tatkräftig beteiligt, Thorsten Bauch, bei der Organisation des 100-jährigen Jubiläums der 2. Kompanie. Der Vollständigkeit halber darf ich das noch ergänzen. Thorsten, auch dir herzlichen Glückwunsch. Und die überreichten Verdienstorden sollen natürlich kein Ruhekissen sein, sondern auch gleichzeitig als Ansporn dienen, euch weiterhin in den Dienst des Schützenwesens und insbesondere in den Dienst des Südlichen Schützenbundes Lippstadt zu stellen. Kommen wir jetzt zur letzten Ehrung, zum Höhepunkt des heutigen Nachmittags. Bitte vielleicht da etwas um mehr Aufmerksamkeit und Ruhe. Ich bitte jetzt den Ehrenoberst des Vereins, Wolfgang Kemmerling, einmal nach hier vorne. So wünscht man sich das. Ja. Lieber Wolfgang, wo soll man bei dir anfangen? Du warst, hast fast alle Posten hier im Höhlichen Schützenbund durchlaufen. Von 1976 bis 1978 warst du Fahnenoffizier, danach Oberleutnant im Stab und von 2008 bis zum letzten Jahr, bis zum Jahre 2022, hast du den Verein hier erfolgreich als Oberst und Vereinsvorsitzender geführt. Und natürlich warst du auch dabei, als im Jahre 2006 das Jubelfest, das 100-jährige Jubelfest, gefeiert werden konnte. Aber ich denke, deine Leistung und Verdienste nur an Zahlen festzumachen, ist etwas zu oberflächlich. Ich glaube, in der Zeit, als du den Verein als Oberst und Vorsitzender geführt hast, war es dein Leben ein Stück, deines Lebens ein großes Stück und es ist dein Engagement, deine positive Einstellung zum Südlichen Schützenbund, die dich ganz besonders auszeichnet. Lieber Wolfgang, von dieser Stelle im Namen aller Schützenbrüder darf ich mich recht herzlich für deinen Einsatz bedanken und wir dürfen dich heute mit dem höchsten Orden des Saarländer Schützenbundes, mit dem Orden für hervorragende Verdienste um das Schützenwesen auszeichnen. Dieter Schmidt wird jetzt die dazugehörige Urkunde verlesen und ich habe die Ehre, dir den Orden anstecken zu dürfen. In Würdigung und Anerkennung seines besonderen Einsatzes für das Schützenwesen wird dem Schützenbruder Wolfgang Kemmerling, Ehrenoberst des Südlichen Schützenbundes Lippstadt, der Orden für hervorragende Verdienste verliehen. Meschede den 6.8.2023. Sauerländer Schützenbund e.V. Martin Tillmann, Bundesoberst, Wolfgang Schmitz, Bundesgeschäftsführer und Franz Westermann, Kreisoberst.
Ja, liebe Schützenbrüder, verehrte Gäste, wir wollen es natürlich auch nicht versäumen, die eben ausgezeichneten Schützenbrüder einmal hochleben zu lassen. Die Schützenbrüder, die mit dem Orden für Verdienste, besondere Verdienste und besonders Wolfgang Kämmerling für hervorragende Verdienste ausgezeichnet worden sind, die sollen eben dreimal. Aber mal. Aber. Ja, vielen Dank. Dem Schützenfest hier im Süden von Lippstadt wünschen wir noch einen erfolgreichen und harmonischen